Es gibt drei Arten von Männern. Der Mann, der eine Frau nicht verlieren kann, der sich so für sie verbiegt, weil er glaubt, dass er damit ihr Interesse halten kann und sich so unglaublich abhängig von ihr macht. Dann gibt es den Mann, der denkt, er wäre unabhängig, weil er Frauen abschleppen will, der nur auf seinen Vorteil aus ist, der Frauen benutzt, aber er kann keine Frau finden, die mit ihm eine gesunde Beziehung führen will. Und dann gibt es die Männer, die Frauen wirklich loslassen können, die so frei sind, dass sie keine Angst haben. Und weil sie so frei sind, alles zu tun, zeigen sie Frauen, wie sehr sie Frauen lieben. Und wenn du dieser Mann sein willst, so wie er es geschafft hat, oder er, dann ist es völlig egal, wie viel Erfolg du bei Frauen gehabt hast. Du kennst das wahrscheinlich auch. Du investierst in eine Frau und investierst, machst dir Gedanken über Gedanken, schreibst ihr immer mehr und immer mehr, und in der Zwischenzeit scheint es, dass sie sich immer mehr distanziert. Je mehr Liebe du reinsteckst, desto weniger Liebe zeigt sie dir. Was geht hier schief? Dein natürlicher Impuls als Mann, der Gutes in der Welt sehen möchte, ist hier wahrscheinlich, ihr noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, damit sie sieht, hey, ich bin einer von den Guten, ich meine es wirklich ernst. Aber wenn du ihr noch mehr Aufmerksamkeit schenkst und sie mit noch mehr Nachrichten bombardierst, um ihr deine Liebe zu gestehen, aber das ist das denkbar Schlechteste, was du tun könntest. Und dann gibt es die Ratschläge, einer Frau dieselbe Medizin zu verabreichen, einer Frau mal die kalte Schulter zu zeigen, ihr zu zeigen, dass du kein Interesse an ihr hast, in der Hoffnung, dass sie dann diese Leere spürt und dir hinterher rennt. Doch stopp, genau das ist halt Schwachsinn. Das funktioniert nicht, wenn du eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe aufbauen willst. Und ich sag dir ganz genau warum. Wenn du ein Spiel spielst, bei dem du ihr Interesse zeigst und dann Desinteresse, dann wirst du eine bestimmte Gruppe Frauen anziehen, die darauf reinfallen. Und das sind emotional ungesunde Menschen. Das Ganze funktioniert nämlich wie bei einem Glücksspiel. Du stehst vor einem einarmigen Banditen, schmeißt einmal Münzen rein, schmeißt nochmal Münzen rein. Manchmal kommst du raus mit ein bisschen Plus, manchmal kommst du raus mit ein bisschen Minus. Und das erzeugt eine Sucht. Und nur emotional Süchtige, das bedeutet Menschen, die unbedingt ein positives Feedback, also unbedingt Liebe von anderen brauchen, Zuneigung von anderen brauchen, damit sie sich selber bestätigt fühlen, werden von so einer Taktik angezogen. Ergo, emotional ungesunde Menschen. Und dann fragen sich diese ganzen Alphas und Aufreißer, wieso sie keine gesunde Beziehung anziehen können. Weil sie genau diese ungesunde Art von Partnerin bevorzugen. Aber es gibt Frauen, die emotional gesund sind und mit denen du eine glückliche Beziehung über mehrere Jahrzehnte und für den Rest deines Lebens führen kannst. Und das sind die Arten von Frauen, die wir haben wollen. Die Erfahrungen der Teilnehmer in meinem Coaching, von denen viele mittlerweile Freundinnen und sogar geheiratet haben, zeigen uns, dass langfristige Anziehung und eine tiefe Verbindung nur dann entsteht und bleibt, wenn du etwas anderes tust. Was wir Frauen, die emotional gesund, intelligent und schön sind, zeigen sollten, damit wir sie auch anziehen und die Spreu vom Weizen trennen, ist Interesse plus Unabhängigkeit. Ja, da hat jemand eine kritische Frage? Was? Unabhängigkeit soll dasselbe sein wie Desinteresse? Nein, Unabhängigkeit ist nicht dasselbe wie Desinteresse. Unabhängigkeit bedeutet nicht, ihr die kalte Schulter zu zeigen. Unabhängigkeit bedeutet lediglich, dass du niemanden für dein Glück brauchst und du deine Zufriedenheit aus deinem Inneren ziehst. Wenn dir eine Frau nicht antwortet, dann ist dir das egal. Wenn du einer Frau ein Kompliment gibst und sie einfach nur Danke sagt und wegschaut, dann ist dir das egal. Und wenn eine Frau mit dir flirtet und dir ganz viel Zeichen der Zuneigung und Anziehung zeigt, dann ist auch das ganz normal und du brauchst nicht sofort ihr hinterher zu rennen. Dieser Gleichmut, wo dir egal ist, wie eine Frau dir gegenüber reagiert und du mutig bist, ist das, was so anziehend wirkt. Du kannst flirten, ihr den Hof machen, dir ist es scheißegal, was für eine negative oder positive Reaktion du bekommst, denn du weißt, du stehst zu dir selber, du stehst dazu, ein Mann zu sein und du brauchst dich davor niemals zu entschuldigen, wenn du Interesse und aus einem guten Fleck deines Herzens heraus dieses Interesse einer Frau zeigst. Du rennst ihr nicht hinterher, du bedrängst sie nicht, du zeigst ihr nicht, dass du irgendwas von ihr erwartest und du bist komplett im Frieden damit, wenn ihr euch nie wieder sehen werdet. Was du liebst, lass frei. Fliegt es zu dir zurück, gehört es dir auf ewig. Das sagt ein altes Sprichwort. Aber jeder hat schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Ich weiß, ich auch. Die einzigen zwei Lösungen, von denen wir ausgehen, dass es sie gibt, ist, ich zahle es jetzt ihnen heim oder ich distanziere mich und werde keinen Kontakt mehr zu Frauen suchen. Aber es gibt noch eine Alternative.
Das sind nicht die einzigen zwei Optionen. Unabhängig sein ist wichtig, aber Interesse zeigen ist genauso wichtig. Und Interesse, mein Lieber, bedeutet es, mutig zu sein, zu lieben. Und das kann verdammt schwer sein, wenn du schon diesen riesen Abgrund ins Gesicht geblickt hast. Aber stell dir einmal vor, wenn deine Tochter über die Straße läuft und dabei fast von einem Auto erfasst wird, dann würdest du sie doch auch nicht wochenlang, Monate oder jahrelang danach ignorieren und ihr zeigen, dass sie dir scheißegal ist. Natürlich nicht. Du würdest zu ihr hingehen und ein ernstes Wort mit ihr reden. Und wenn du möchtest, dass sie das nie wieder tut, dann musst du Interesse, Wertschätzung, Liebe zeigen und ihr die freie Wahl lassen, dass sie nächstes Mal wieder selber entscheidet, was sie tut. Interesse und Unabhängigkeit. Du würdest ihr vielleicht sagen, hör mal, ich will dich nicht verlieren. Du hättest gerade sterben können, weißt du das? Ich bin sehr enttäuscht, dass du nicht nach links und rechts geguckt hast, wie wir es besprochen haben. Ich liebe dich, aber tu das nie wieder. In Ordnung? Du hast keine Angst, ihr vor den Kopf zu stoßen und ein ernstes Wort mit ihr zu sprechen. Du machst dir nicht alles recht, nur um ihre Bestätigung zu bekommen. Und gleichzeitig zeigst du Liebe. Das ist das Rezept für langandauernde, gesunde Beziehungen. Und diese Weltanschauung zeigst du Frauen beim Kennenlernen schon von der ersten Sekunde an. Ich will dich, aber ich bin nicht bereit dafür, alles fallen zu lassen für dich. Ich bin selber seit 9,5 Jahren vergeben und nur so klappt das. Indem du ihr Interesse zeigst und danach egal ist, was daraus wird. Wirklich egal. Es ist, wenn du einer Frau furchtlos in die Augen schauen und dein Interesse bekunden kannst. Sag ihr, du gefällst mir. Ich würde dich gern wiedersehen. Hier ist mein Handy. Tipp mal deine Nummer ein. Ohne zu lachen. Das ist einer dieser Momente, wo du nicht versuchst, mit Sympathie zu punkten. Das ist einer dieser Momente, wo du es ernst meinst. Das ist, wenn du einer Frau einfach mal ein Kompliment machen kannst und dich danach umdrehst und verabschiedest. Wenn du es dir antrainierst, zu geben, um zu geben. Und nicht zu geben, um zu bekommen. Und diese Leichtigkeit und Liebe für Frauen und Weiblichkeit allen Frauen entgegenbringen kannst, dann passiert echte Magie. Und es fühlt sich so gut an. Und wenn du diese tiefe Verbindung mit Frauen, oberflächlichen Bekanntschaften vorziehst, dann bekommst du einen Gesprächsleitfaden, mit dem du jedes Gespräch in die Tiefe lenken wirst. Und zwar in diesem Video.